So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Heroes Hour, ein Spiel von Goblins Publishing, die auch dieses Spiel sponsern. Vielen Dank dafür. Heroes Hour ist jetzt seit dem 1. März draußen und das Hauptmenü, ihr seht schon, geht übel ab. Es ist ein Spiel, was sehr, witzigerweise, direkt nach Songs of Conquest an Heroes of Might and Magic 3 erinnert. Gehen wir später noch genauer darauf ein. Der große Unterschied ist, ja, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in einem Fantasy-Universum angesiedelt, aber auch ein Autobattler. Also der Kampf, wie ihr seht, der läuft genauso ab. Da gibt es nichts rundenbasiertes. Und man steuert auch die Einheiten, wenn dann überhaupt, nur ganz grob. Aber eure Helden sind sehr aktiv in den Kämpfen. Das erstmal einmal vorweg. Ich habe direkt ein paar Stunden reingeschwitzt in das Game. Es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht das absolute Brain, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Tipps schon mal für euch mitbringen. Kostenpunkt ist bei dem Game 15 Euro. Und ob das worth ist, finden wir heute heraus. Also, wir machen mal eine kleine Map. Ich finde das immer ganz schön dargestellt, weil da ist auch dargestellt, ob die Wege zueinander haben. Aber trotzdem auch recht minimalistisch. Wir machen mal eine Zweier-Map. Am besten Duell einfach. Genau. Schwierigkeit normal, Einzelspieler. So. Jetzt gibt es viele Völker, was sehr nice ist. Und auch hier gibt es so ein paar Anlehnungen an Heroes. Aber es gibt, ne, also es gibt so die typischen Untoten zum Beispiel. Es gibt so Ordnung. Die sind so die typischen 0815 Menschen, sag ich mal, mit Engeln und Greifen. Gibt Wildnis, gibt Horde, das sind dann so, ist ja so, Orc, Goblins, Zentauren mäßig. Und so weiter und so fort. Ich würde vorschlagen, wir machen mal Arkan. Ne, die haben so Genies und Gargoyles und Golems und Riesen, die Blitze schleudern. Die nehmen wir mal. So, und jetzt gibt es verschiedene Charaktere, also einen Startcharakter, den wir uns aussuchen können. Und es gibt insgesamt in dem Game, könnte sogar inzwischen mehr sein, 20 Klassen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel... Hoppala. Nochmal zurück. Also Arkan. So. Und jetzt wählen wir ein... Ich schaue gerade, also man sieht hier halt deren Schwerpunkte, aber ich glaube, hier in dem Screen sieht man deren Klassen gar nicht, oder? Ja, also wenn ich drüber hover, sieht man auch ein bisschen so den Skilltree, da kann man auch reinhovern. Also ich will einen Charakter nehmen, der krass auf Magie geht. Ja, wahrscheinlich Königtum, okay. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, ich nehme dann ihn hier. Guck mal. Oder sie. Tizania. Die hat hier Pyromantie, Wassermagie quasi. Terramantie, das ist, glaube ich, so Erdmagie, Erdzauber, genau. Und das ist Luft. Und dann hat sie noch so Regeneration. Damit regenerieren wir Mana, Zauberei und Weisheit auch gut. Genau. Die nehmen wir. Zack. Und sagen, fertig. Und starten direkt rein. Also, wo fange ich an? Also, es ist wirklich sehr geil. Ich muss euch ganz viel erzählen. Erstmal, Grafikstil. Ich vergleiche es mal direkt mit Songs of Conquest. Das hier ist eher meins. Ist ja auch Pixeloptik, ist aber ein bisschen rougher. Und noch mehr angelehnt an früher, sage ich mal, weil es noch weniger ist. Aber ich mag es sehr. Ich kann nicht sagen, wieso. Also schon, aber das springt jetzt hier in den Rahmen. Einfach nur, mir liegt das mehr, ist aber natürlich auch sehr subjektiv. Ein paar Dinge, genau. Also vielleicht erstmal die Map an sich. Ne? Man hat hier, vielleicht für Leute, die Heroes of Might and Magic nicht kennen, man hat hier so Ressourcen oder Items, die in der Pampa rumliegen. Da können wir hingehen mit unserem Held. Oder unsere Heldin. Wir haben unsere Burg oder unsere Stadt. Aber es gibt auch Gebäude, die permanent Ressourcen produzieren. Die beiden zum Beispiel. Hier oben stehen die Ressourcen, die es gibt.
Aber es gibt auch uniquere Orte, die quasi andere Zwecke erfüllen. Genau, mit WASD. Und euer Held, eure Heldin hat halt ein gewisses Schritte-Limit, womit wir uns pro Runde bewegen können. Und wenn wir fertig sind, machen wir zu beenden. Das ist hier. Hier über die Schaltfläche kommen wir in unsere Stadt. Und hier können wir bauen. Und hier können wir Einheiten produzieren. Und es gibt ein paar Vorteile, aber das rate ich jetzt nicht am Anfang rüber, weil das merkt man so, wenn man dann erstmal spielt und im Flow ist. Was für euch wichtig ist, wir haben hier einen Bauscreen. Das wiederum finde ich alles zu minimalistisch. Also das... Ja, okay, man hat hier eine Stadtübersicht, sonst passt zum Spiel, Stil des Spiels. Aber eigentlich hängt man eh nur in dem Screen. Und das ist halt wirklich... einfach nur ein Fließdiagramm. Okay, also hier auf der linken Seite upgraden wir quasi immer unser Zentrum und damit erhöhen wir unser Gold-Income pro Runde. Das ist das Allerwichtigste. Gold-Income. So, da steht dann noch immer, ne? Erhöht das Income, weil Gold ist einfach essentiell. Um 500. Gold braucht man für Truppen, für Gebäude, eigentlich für alles. Erfordert zum Bau eine höhere Stadtstufe. Wir brauchen eine höhere Stadtstufe. Um eine höhere Stadtstufe zu erlangen, müssen wir einfach ein paar Gebäude bauen. Das bedeutet, wir haben hier so Tierstufen. Ja. So, und jetzt können wir mal gucken. Taverne ist eigentlich neben dem Income das Allerwichtigste. Warum? Taverne, da kann man dann noch mehr Helden rekrutieren. Genau, und jetzt sieht man, ich habe jetzt die nächste Tierstufe quasi... freigeschaltet und könnte da jetzt bauen. Darf aber nur einmal pro Runde bauen. Hier sind noch ein bisschen Einheitengebäude. Da sieht man, welche Einheiten man bekommt. Interessant hier in dem Game, man muss auch zwischen Einheiten wählen. Das heißt, der Bild, den man hat, auf welche Einheiten man geht, wird ein bisschen spezifischer. Und ja, das erstmal so. Jetzt haben wir ja auch eine neue Schaltfläche für Taverne. Rekrutieren wir einen Helden direkt. Zack. Und die treffen sich erstmal. Und dann geben wir unserem Main Hero mal alle Einheiten. Zack. Denn unser... Ich muss einmal nochmal die Mucke oder alles ein bisschen... Also vor allem die Mucke... ein bisschen leiser machen. So. Genau. Unser Main Hero. Mit dem wollen wir die Einheiten clearen auf der Map. Wollen... und Minen einnehmen, sodass wir die besitzen. Wir wollen ganz viel expandieren. Da dass die aber alle erstmal sehr gut bewacht sind von so kleinen Truppenarmeen, können wir das aktuell noch nicht knacken. Das heißt, wir sammeln einfach erstmal ein. Schatztruhe. Berserkermaske. Erhöhen wir mal unseren Angriff. Oder Quecksilber. Wir nehmen mal Berserkermaske. So, danach gehen wir zum Lagerfeuer. Anspruchsvoll, schwer, steht immer so eine Einschätzung. Ja, und dann gehen wir noch dahin. So, jetzt sind die Schritte aufgebaut. Nehmen wir den nächsten Helden. Gehen da links oben. Das können wir einmal abchecken. Das sind so Obelisken. Umso mehr man von denen auf der Map eingesammelt hat, umso klarer wird das Bild. Und das ist dann tatsächlich ein Ort hier irgendwo. Und da kann man dann buddeln und dann sind dann krasse Items. So, hier sind Ruinen. So, da will ich jetzt Holz mitnehmen. Das ist ein Magierturm. Hier ist ein goldener Obelus. Und hier ist ein Magierpalast. Und hier ist Erz. Wenn wir schon mal hier oben sind, machen wir mal das. So. Endturn. So. Ach so, das deckt das auf. Okay. Und Magierturm kann dein Held einen Teil seiner Armee gegen Verbesserung seiner Zauberfertigkeiten eintauschen. Krass. So, dann sammeln wir das Erz ein. Und hier oben ist eine Mauer oder ein Tor in unser Gebiet. Und das ist ein Obsidian-Labyrinth. Holy shit. Also es gibt viel zu erkunden. Wir sammeln erstmal ganz viele Ressourcen ein. Hier haben wir erstmal alles abgeklappert. Dann gehst du noch hier unten. Wobei du kannst... Ja doch. Nee, hier das Erz einsammeln. So, mit unserem Main Hero... Ja, warte, wir gehen erst in unsere Stadt. So. Hoppala. Bauen. Was bauen wir jetzt? Also, Festung ist super. Bei einer Festung können wir unsere... Also, was wir jetzt in der ersten Woche erreichen wollen, ist möglichst viele Einheitengebäude eigentlich bauen. Denn immer wenn eine Woche vorbei ist, hier gibt es wieder Woche. Ja, gab es ja bei Songs of Conquest leider
Nicht, oder? Nee, da hat man jeden Tag ein bisschen Leute bekommen. Genau, weil eigentlich ist es so, aus den früheren Games, und Heroes Hour hat das auch, wenn eine Woche um ist, dann hat man wieder ganz viele Truppen, die man rekrutieren kann, vorausgesetzt, man hat die Gebäude. Das heißt, bevor die erste Woche rum ist, will man möglichst viele Einheitengebäude haben, damit, die muss man ja nicht alle direkt rekrutieren und abrufen können, weil man vielleicht nicht das Gold hat, aber wenn die Gebäude erstmal stehen, dann stacken da die Einheiten von Woche zu Woche, die verfügbar sind. So, aber ich habe jetzt Arcan auch noch nie gespielt. Ich lese mal kurz durch. Ätherschmied ermöglicht verbündeten Handwerkern und Zauberern, Äther für Boni auszugeben. Der Held muss sich dafür nicht in der Stadt befinden. Okay. Klingt optional. Halle der Formung. Hier kriege ich Kreaturen. Arcaner Turm verleiht allen Helden einen Zauber mit zusätzlicher Kraft und Kosten von 0 Mana. Mhm. Magiergilde ist wichtig, gerade weil wir Magier spielen. Reckenstatue verbessert die Taverne. Achso, ja, das ist ein Upgrade, genau. Okay, Krankenstube ist hart busted und Turm brauchen wir auch. Okay, dann machen wir erstmal Halle der Formung, Digga. Ne, wir machen... Doch, Halle der Formung. So, und wir gehen... Ich glaube auf die Golems. Das ist sehr geil in dem Game. Also erstmal, dass man Einheiten wählen muss, welche man, auf welche man gehen will, weil das bestimmt ein ganzes Game. Und die Einheiten, seht ihr schon, haben sehr... Also teils auch mehrere Effekte. Und wirklich sehr unique. Also es gibt nachher zum Beispiel Greife, die haben einfach die eine ihrer Fähigkeiten, dass sie Gegner schnappen, hochfliegen und die fallen lassen und die ultra viel Damage kassieren. Also wirklich sehr unique Effekte. Und dadurch, dass das so ein bisschen Auto-Battler ist, bricht dann wirklich eine übelste Schlacht aus mit richtig viel Chaos. Richtig geil. Ich glaube, wir nehmen Golems, weil ich Frontliner haben möchte. Das hier sind eher, ne, Fernkampf... Oh, aber die beschwören Leibwachen. Zu Beginn des Kampfes beschwört diese Kreatur 2 Eismaschine-Einheiten. Okay. Ha. Ja, aber die haben krasse... Also, ja, Golem ist robust, hat Abwehr und regungslos. Gift, Verwirrung, Furcht, Versteinerung, Betören, Brennen haben auf diese Einheit keine Auswirkung. Nehmen wir. So, fertig. Können wir auch upgraden. Dann wird der Golem zu Automat. Dann hat er auch noch Vergeltung. 4 Fähigkeiten, einfach eine... Es ist eine Early-Game-Einheit. Wenn diese Kreatur Schaden erleidet und überlebt, kann sie schneller angreifen. So. Genau. Jetzt kommt eine sehr geile Mechanik von Heroes Hour, die ich euch zeigen möchte. Hoppala. Ich wollte eigentlich nur meine Cam verschieben. Und zwar... Wir rekrutieren jetzt Truppen. Hatte ich eben vergessen. Jetzt kommen die Golems dazu. So, und jetzt müsste man die mit Helden abholen. Aber was man machen kann, man kann die auswärts schicken und dann rennen die selber dahin. Zack. Ups. Ja, fertig. Übelgeil. Gamebreaking. Wirklich, ihr habt kein... Ich bin ja Heroes of Might and Magic 3 Profispieler. Ich habe ja 8 KIs auf ultraschwer im Team gegen mich fertig gemacht. Hat nur 10 Stunden gedauert oder so. Und das Geile ist auch, man sieht ein bisschen so die Armee beispielhaft an dem, was so um dem Helden herum chillt. Übel geil. Fast unmöglich, unmöglich. Einfach. Die schnappen wir. Anspruchsvoll. Ja, wir können noch eine Runde warten, um möglichst wenig Verluste zu haben. Ja, wir warten noch eine Runde, weil dann baue ich das... Ach nee, wir bauen ja als nächstes den Turm. Nö, dann gehen wir jetzt rein, komm. Gucken wir mal. Also, gehen wir rein. Als erstes erstmal Pause, Digi, und wir positionieren unsere Einheit. Man kann die trennen mit Rechtsklick, man kann die aber auch zusammenführen. Aufeinander, genau. So, wir haben einen... Also, unsere Goblins sind so Koboldschützen, Fernkampf, aber es sind unsere Trash-Units. Golems sind Tanks. Gargoyle. 69 Gesundheit. Ja, okay. Sind eher zum Flankieren, glaube ich, ganz gut. Djinn bleibt... Oder Arcanist. Stimmt, ist kein Djinn. Der fliegt auf dem Teppich. Der ist so random und so geil. Vor allem die abgegradete Version, weil der ist Zauberwirker. Und ich zitiere. Diese Kreatur kann Zauber wirken und tut sich mit anderen Kreaturen desselben Typs für stärkere Zauber zusammen. Todeswelle, Kettenblitz, Würmer beschwören, Eisring, Blitzstrahl, zerrütten. Das machen die einfach random. Das heißt, umso mehr man von denen hat, umso... Also es wird wirklich
heftig. Ich muss einmal für euch, nee, mache ich nach dem Fight, das UI, glaube ich, ein bisschen größer machen, damit ihr auch mehr erkennen könnt. Okay, so, und unser Held, gut, machen wir so, ja? Abfahrt. So, dann können wir auch das Tempo einstellen. Ich mache jetzt mal 0,5 für den ersten Fight und dann geht's los. So, wir können hier unten sehen wir unsere Zauberbar und unser Mana. Wir können zum Beispiel mal drüber hovern. Dann haben wir Chaos. Kleiner Feuerzauber. Wirkt sich auf gegnerische Einheiten aus. Verstreut sie auf dem Schlachtfeld und verwirrt sie. Das heißt, was sind das eigentlich für Units? Oh, Fernkämpfer. Okay. Dann baller ich die mal nach vorne. Okay, es verstreut die. Jawohl. Zugriff. Ach so, das ist ja krass. Okay, ich erhöhe mal ein bisschen das Tempo. Oh, der kassiert übel. Ja, raus, raus, raus. So, jetzt sind die aber sehr vereinzelt. Das ist sehr nice. So, jetzt können wir beispielsweise die so grob dahin schicken, ja? Oder die hier nach da. Ja, wobei, wir wollen lieber eigentlich... Ja, wegschicken will ich die eigentlich nicht. Nee, alles gut. So, ich erhöhe mal Tempo. Ihr habt es jetzt ein bisschen geschnallt. Ah, wobei, ich lasse mal was. So, ich glaube, ich habe ein bisschen Verluste. Ja, ich habe 5 Koboldschützen verloren. Okay. Aber wir haben Erfahrung erhalten. Ne, nochmal kleine Übersicht. Geil, jetzt können wir upgraden. Also, Äthermantie. Der Held bekommt nach jedem Kampf Äther, den du in der Äther-Schmiede, die konnten wir bauen, ich erinnere mich, in der Stadt benutzen kannst, um Einheiten, Zauber oder andere Effekte zu erhalten. Die Äthermagie nimmt mit der Fähigkeitenstufe zu. Regeneration, sehr geil. Ja, Mana-Regeneration in jeder Runde, ja. Und prozentual, das ist auch sehr nice. Ah, ne. Regeneriert pro Tag zusätzlich 2 Mana pro Rang. Okay. So. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Pyromantie. Wobei. Ja, doch. Ich habe Bock auf Feuerzauber. Abfahrt. Fertig. So, Feuerschild haben wir jetzt bekommen. Super. So, jetzt können wir die Erzmine einnehmen. Und die generiert uns jeden Tag, also jede Runde, 2 Erze. Jetzt liegen ja nur Erze rum. Oh. Können wir hier nochmal mehr aufdecken. Aha, da ist schon irgendein Berg oder Lava und hier ist irgendwie okay. So. Und jetzt kommen wir nach unten. Super. Super N. Ey, ihr wisst, glaube ich, gar nicht, wie... Also, könnt ihr ahnen, wie entscheidend diese Mechanik ist? Neue Mechanik. Als ob ich jahrelang in Patches geforstet habe. Dass die Einheiten zum Helden wandern können. Ey, in Heroes 3 war es so wichtig... Nachschub zu managen, indem man einfach eine Kette hatte, wenn man wirklich professional geplayt hat, von 8 Helden oder so über die ganze Map, damit einfach immer innerhalb eines Zuges direkt die da sein können. Gut, kann man hier immer noch so machen. Da ist ein Held. Nee, neutraler, genau, es gibt neutrale Leute. Auch sehr geil. So, das hier ist Palast der Fraktion Arkan. Das bin ich. So, unser zweiter Held sammelt hier weiterhin Shit ein. Wir können das einsammeln. Oh, und da kriegen wir EP. Ja, das einzelne Sachen, auch so diese Sounds, wenn man was einsammelt, oder manche Gebäude, erkennt man aus Heroes 3. Ist übel nice. Macht sehr viel, also gibt mir sehr viel. So, wir machen Arcana-Turm und dann den Turm. Zack. Da ist er. Verleiht allen Helden einen Zauber mit zusätzlicher Kraft. Müssen die dafür hierher kommen? Kannst du mir mal dein Zauberbuch zeigen? Da? Ah, okay. Würmer beschwören habe ich bekommen. Geil. Zug beenden. So. EP. 1000 EP. Quecksilber einsammeln. Erz. Gold. Und dann dahin. So. Zweiter Held ist auch geil für auch so ein bisschen einfach scouten. Wissen, was abgeht. Hier geht der Main-Held hin. Das heißt, du gehst nach hier oben. Okay, wird weiter aufgedeckt. Hier ist eine Lampe, Digga. Die reinste aller Kräfte, gespeichert in einer einfachen Lampe. Welcher Held auch immer sie aufhebt, wird seine Konkurrenz überflügeln. Das muss mein Main-Held gleich machen. Okay, ansonsten, hier ist nichts mehr, ne? Gut, dann gehst du nach... Ja, okay. Das ist unser Bereich. Und jetzt müssen wir wirklich... Das ist jetzt wie so ein Wettrennen gegen den Gegner, der im Norden hockt. Ich wollte die UI größer machen. Ne, wait a minute. Ich mache einfach Minikartengröße größer. So, das ist gut. Ne, oder? So, Freunde. Jetzt seht ihr ein bisschen mehr vielleicht, ja? Cool.
Hatte ich gerade Endturn? Turm. So. Rolle oder Gargoyle? Rolle? Wenn die Gesundheit dieser Kreatur unter die Hälfte des Maximums fällt, besteht die Chance, dass sie einen Zauber wirkt. Welchen Zauber? Krass. Junge, das ist ja noch chaotischer. Hm. 62 Leben, 3 Kraft, 9 Schaden. Die ist sehr langsam, nur 5 Tempo. Ich wüsste halt gern, was das Upgrade wäre. Wir nehmen die mal, einfach aus Jux, weil mich interessiert, was wäre die nächste Stufe? Edikt. Hat auch die Fähigkeit, dann noch brennend, wenn dieser Kreatur getroffene Gegner... Von dieser Kreatur getroffene Gegner können in Brand gesteckt zu werden. Von dieser Kreatur getroffene Gegner können in Brand gesteckt zu werden. Alles klar. Brennende Kreaturen erleiden 5-mal Schaden. Außerdem besteht die Chance, dass sie das Feuer auf ihre Verbündeten ausbreitet. Verlangsamt. Gegner werden verlangsamt. Versteinerung. Von dieser Kreatur getroffene Gegner können versteinert werden. Okay, what the fuck. Das ist ja einfach unheimlich. Okay. Gut. So. Endturn. Wir gewöhnen uns mal an, dass wir erst bauen. So. Wir haben... Okay, noch 3 Tage. Noch 3-mal bauen. Krankenstube wäre wichtig. Festung wäre wichtig. Magiergilde wäre wichtig. Also 1, 2, 3. Die 3, glaube ich. Yes. Okay. Dann machen wir erstmal Magiergilde. So. Übrigens, wir sind jetzt eine Kleinstadt. Das heißt, wir können, glaube ich, die nächste Tierstufe bauen. Erhöht die Qualität der vom Artefakthändler verkauften Artefakte? Nein. Erhöht stark den Kurs beim Handel? Nein. Erhöht stark die wöchentliche Produktion von Koboldschütze und Koboldwache? Ja. Die Qualität verzauberter Waren, das kann schon auch heftig skalieren. Aber wir machen mehr Units. Mehr Units ist key. Sag mal, ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwie... Können wir jetzt zurücksetzen? Okay. Ja, jetzt sieht's clean aus. Die Schrift war so mega weird. So. Jetzt haben wir's. Gut. Mainheld. Du willst dahin und unbedingt zur Lampe vom Genie. Kristall nehmen wir mit. Und dann gehen wir zur Lampe. So, und der zweite Held, was machst du? Du kannst dir auch einmal EP abholen. Genau. So. Gebaut habe ich. Right. Ja, Magiergilde, genau. Dafür muss der Held auch mal vorbeikommen. Gut, Endturn. Oh, da kommt schon der Gegner? Holy shit. Echt, ja? 1 bis 5. Okay. Der hat 1 bis 5 Truppen, ist ja nichts. Ne? So, Abfahrt. Was ich hier schade finde, das fand ich bei Songs of Conquest besser. Man kann nicht doppelklicken und der hält sofort da. Aber irgendwie, ja. Das finde ich auch sehr schön. Hier kommen so Bollerwagen jetzt in meine Festung von der Mine ausgehend. Da. Ey, und die kommen wirklich von überall auf der Map. Sogar mit Schiffen. Und wenn man dann echt sich krass ausgeweitet hat und bei einer größeren Map mit mehr Gegnern so irgendwie, keine Ahnung, 15 Gebäude hat, die Ressourcen produzieren. Alter, richtig geiles Gefühl. So, wir bauen. I guess eigentlich das Zentrum direkt. Ja. Oder, nee, Universität. Okay, wir machen Zentrum und Universität, ja. Aber Festung wäre auch wichtig. Okay, wir machen erstmal Zentrum. So, das gibt uns jetzt mehr Gold. Jede Runde, wichtig. Und als nächstes, wir geben uns mal ein bisschen Gas. Als nächstes Universität. Einfach, die Jungs machen Bock. Kampfmagier. Ja, das... Geil. Nice. Okay. EP. Genau, du... Rekrutierung. Erhöht die wöchentliche Produktion von Einheiten in deiner gesamten... In deinen gesamten Städten um 20% pro Rang. Geil. Alright, noch kurz vor dem nächsten Tag gegönnt. Nächste Woche. Heftig. Schicken wir mal dahin. Du holst dir die Lampe. Ein Abwehr oder Erfahrung? Nochmal Erfahrung. So. Pyromantie Stufe 2.
Dafür brauchen wir Stufe 4 und bessere Ethermantie. Ah ne, er fordert Stufe 4 und bessere Ethermantie. Das heißt, hier zweimal reinskillen. Gut, machen wir. Und dann kriegen wir auch immer ein neues Bild. So, jetzt muss sie in die Stadt, damit sie neue Zauber lernen und so. Und gebaut haben wir, ne? Ist ja hier immer so ein Haken, aber ich bin ein bisschen... Ich habe immer so ein bisschen Paranoia hier. Magisches Archiv? Schaltet 4 Zauber frei. Jeweils einen kleinen, großen und ultimativen, sowie Hurricane. Brauche aber Heldstufe 10. Heftig. Gut. Endturn, neue Woche. So, da gehen wir rein. Jetzt lernst du Zauber. Richtig. Super. So. Was machen wir? Also. Wir können verbesserte Universität. Dann haben wir hier direkt... Genau, wir gucken erstmal, was wir für Truppen machen können. Hier von 7 Stück. Krass. Ja, machen wir direkt die besseren, glaube ich. Dann upgraden wir die. Jetzt habe ich alle rekrutiert, aber wir haben ihn nicht geupgradet. Shit, ich bin dumm. Okay. Du gehst... Wo solltest du hin? Du... Achso, nee, ja, alles gut. Da könntest du mal gucken. Nee, alles gut. Ja, eigentlich den... Eigentlich sollte er jetzt immer patrouillieren mit dem Main Hero zusammen. So, ich habe jetzt ein bisschen... Das war unlucky. Ich wollte eigentlich die hier upgraden. Wie upgrade ich den Jungen denn? Ah, hier, verbessern. Oder? Aber da brauche ich 2000 Gold. Also nächsten Zug. Ich glaube, das ist die Schaltfläche. Gucken wir mal. Warten wir jetzt einfach einen Zug. Ah, ist eigentlich nicht gut. Warte, wir können doch handeln. Ich habe keinen Markt. Eieieiei. Das ist jetzt doof. Also, mir wäre das schon wichtig. Aber es wäre doof. Es wäre dumm. Ich mache das nicht. Wir bauen weiter. Was können wir bauen? Okay, wir können nichts bauen. Wir brauchen Gold. Aber wir könnten die Golems upgraden. Aber nee, okay. Wir rekrutieren die noch. Und dann fangen wir jetzt mal an, Sachen zu clearen. Das sollte jetzt schon ganz gut gehen. Mittel, einfach. Mittel, anspruchsvoll. Mittel. Schwer, anspruchsvoll. Okay, dann machen wir erstmal die einfachen weg. Was habe ich denn dafür? Bogenschießstand. Nicht so geil. Der Held wäre einfach. Hier, Holz. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Wood. So, du kommst mit. Und dann machen wir Enten. So. Könnte ich jetzt... Werkstatt? Oha, Grundproduktion wird erhöht. Ja, Festung ist sehr wichtig und Krankenstube ist krass. Krankenstube und später auch Hospital. Die rekrutieren... Also wenn wir Leute verlieren in der Schlacht, kriegen wir einfach 50% wieder. Das ist total dumm. Also das ist so krass. Das muss man bauen, immer. Eigentlich würde ich das gern vor dem Fight bauen. Ja, komm. Oh Mann, ich waste gerade ein bisschen. Ist ja... Ist nicht so durchoptimiert, aber... Ist wichtig. Weil, wenn man... also, mein Gefühl ist bei solchen Spielen oft... Ne, und so ist es auch. Es ist wirklich so krass wichtig, dass man seine Truppen möglichst schnell auf eine Anzahl oder die Schlagkraft der Armee so auf ein Level kriegt, dass man alles easy clearen kann, ohne immer dazwischen Downtimes zu haben, weil man neu nachrekrutieren muss. Weil die zum Beispiel es nicht mit meiner Armee aufnehmen können. Das heißt, man könnte jetzt auch direkt zum Kampfergebnis wechseln.
Die geben nicht auf, aber dann geht es halt schneller. Ist eindeutig, die brauchen mich nicht. Aber ich will den Kampf trotzdem mal steuern, denn ich will mir gerne mal anschauen, was die Jungs hier jetzt machen. Und wenn man hier jetzt selber ein bisschen zaubert, ist auch nochmal gut. So. Ja, warte. Können wir so machen, ne? Genau. Und ihr kommt von Süden. Und du bist da. Okay. Let's go. So. Gutes Ohm. Wirkt sich auf verbündete Einheiten aus. Erhöht das Glück und die Chance auf kritische Treffer. Sehr gut. Feuerschild. Luftschild. Chaos. Energieexplosion. Fügt Gegnern in einem großen Radius Schaden zu. Kraftmultiplikation 140%, 39 Schaden. Und wir können Einheiten beschwören. Ich würde jetzt erstmal Würmer in die Backline beschwören. Zack, dann können die Armbrustschützen sich da erstmal beschäftigen. Und jetzt brechen wir die Frontline. Okay, die ist schon gebrochen. Dann jagen wir den jetzt heftig ein. So, wirken die jetzt Zauber? Ach, guck mal, da sind zwei verbesserte, glaube ich, schon. Okay, wir überrennen die völlig. Keine Chance. Würmer haben auch gut getankt. Ja, wir haben keine Einheit verloren. Geil. So, jetzt können wir schon Pyromantie, weil wir haben verbesserte Äthermantie. Geil. Jetzt kriegen wir neue Zauber. Kometeneinschlag. Mashallah. So, und das Coole ist jetzt, der hier kann einsammeln. Dann sparen wir Steps mit unserer Armee. Genau, und jetzt haben wir es halt geschafft. Okay, aufs Krankenhaus zu warten war unnötig. Oh, hier können wir die Jungs befreien. Super. Okay, wir machen das mal. Das wird schwerer. Also der hier ist, glaube ich, ein Brocken. Trolle. Fernkampf. Oh. Die machen AOE-Damage. Scheiße, Digga. Okay. Am besten rushen wir den irgendwie. Und... Uff. Machen wir mal so. Und so. Wir machen mal halbes Tempo. So. Und wir machen einen Kometeneinschlag. Wähle einen Bereich auf dem Schlachtfeld aus, in den Kometen einschlagen und Freund und Feind gleichermaßen Schaden zufügt. Mache ich das auf die Trolle oder hier auf die Frontline, damit die direkt ein... Nee, die Trolle müssen raus. 155 Gesundheit, okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die werden ja komplett zerstört. Allein, dass die dadurch Tote beleben. Oha. Allein, dass die dadurch erstmal, ne? Ein bisschen umhergeschleudert werden, ist schon gut. Okay, wir erhöhen hier mal die Crit-Chance. Also das Glück. Boom, der kriegt auch noch in den Arsch. So. Alter, kommen immer noch Kometen runter. Okay, wir machen mal Tote beleben. Okay, hier haben wir ein paar Tote. Aha. Aha. Ich habe jetzt... Doch, manchmal feuern die Zauber ab, wenn die halbe Leben verlieren, ne? Gott, die Trolle kicken rein. Okay, aber läuft. Ich habe von den Rollen 10 verloren. Gut, 4000 EP. Auch EP-technisch einfach nur geil. Weisheit bringt deinem Helden einen neuen Zauber bei. Bei jedem Stufenaufstieg hat er außerdem eine Chance von 25% pro Rang einen neuen Zauber zu erlernen. Auf höheren Rängen nimmt die Stärke der Zauber zu. Zauberei verringert die Abklingzeit. Auch gut. Wie bekomme ich denn nächste Pyromantie-Stufe? Bessere Äthermantie. Und Stufe 9. Okay, welche Stufe sind wir? 4. Gut, dann würde ich Weisheit skillen. Beschwörung? Erhöht die Effektivität aller Zauber um 25% pro Rang. Das ist heftig. Verbesserung erfordert bessere Theramantie. Machen wir. Wobei Weisheit ja auch crazy ist. Aber da steht nicht bei, was wir bekommen. Gut, dann gehen wir darauf. 25% ist schon... So, jetzt befreien wir die. 3 Stück. Na gut.
Okay. Super. So, wir haben jetzt immer noch ein paar Schritte. Übrigens, durch unser Krankenhaus wurden Einheiten wiederbelebt. Richtig geil. Okay, ich glaube, Mittel würde ich noch nicht machen. Das ist einfach. Ja, da gehen wir hin. Super. So, und du gehst auch schon mal in die Nähe. Hier kommen die Bollerwagen. Gebaut habe ich noch nicht, ne? Doch, habe ich schon. Ja, ich habe auch eh kein Gold. Was wäre denn so das Nächste? Na, gucken wir mal. Zug beenden. Mit ein paar Units. So, was bauen wir als Nächstes? Ja, anscheinend scheint ja Ätherschmiede echt wichtig zu sein, ne? Aber wir bauen, glaube ich, erstmal eine Festung. Genau, jetzt können wir einen Typen, einen Kreaturentyp auswählen, der wöchentlich mehr produzieren will. Und wir nehmen auf jeden Fall Kampfmagier. Zack. Gehen voll auf Kampfmagier. Das wird ehrenlos. So, rein da. Ach ja, genau. Die haben ja... ein Löwengott. Zorn, Ansturm, weiter Angriffe, Schrecken. Okay. Okay, die positionieren wir mal mittig. Golems hier oben. Machen wir irgendwie mal so, ja. Kampf starten. So, jetzt hauen wir mal... Oder was haben wir für Zauber? Geschoss ablenken. Okay, ich glaube, der Löwengott ist ein Nahkämpfer. Wir hauen mal auf euch Glück. Jawohl, die gehen auf den Löwengott. Junge, da ging ein Zauber gerade rein. Da auch. Die Mauer ist einfach durchgebrochen. Und der Löwengott kassiert. Der kassiert derbe. Leute, die Gargoyle hat den einfach hochgehoben. Okay. So, jetzt können wir Dings auswählen. Sehr gut. Jetzt sind hier die Ressourcen. Super, die kann ja hier Kritzis einsammeln. Super. Und ein bisschen Gold. Schön. So, und was kann man hier drin jetzt machen? Okay, der ist jetzt einfach bei mir unter Besitz. Produziert nach dem Erobern jede Woche Kampfmagier, die du für deine Zwecke einsetzen kannst. Schön. Super. Hier können wir mal reingucken. Oha, hier können wir jetzt Einheiten reinjagen. Beispielsweise Kobolde. Und dann kriegen wir EP. Was ist das? Okay, das ist, glaube ich, Bildung. Und das ist Zauberkraft. Krass, kriegen wir dann dauerhaft, wenn wir da Einheiten rein donaten. Es ist halt später sehr gut, weil das ist ein Manko an dem Game. Und ich... Also mich ärgert es ein bisschen, muss ich sagen. Und zwar, sowohl bei Song of Conquest als auch hier, hat man direkt bei Song of Conquest und hier so ein bisschen indirekt Einheiten-Cap. So, bauen können wir eine Werkstatt zum Beispiel. Kriege ich mehr Kobolde. Oder wir upgraden was, beispielsweise für unsere Frontline. Stellt bei jedem Held pro Zug 2 Mana wieder her. Stellt bei in der Stadt haltmachenden Helden das gesamte Mana wieder her. Okay, also wir könnten jetzt mal eine Ätherschmiede... Machen wir mal. Habe ich schon gebaut? Lol. Okay, stimmt. Ich hab mir eingeprägt, immer zuerst zu bauen. So. Ja, machen wir die? Was macht Architekt nochmal? Verbessert die Stadtentwicklung und zählt als Errichtung von 4 statt einem Gebäude. Und erhöht Einnahmen pro Tag. Abfahrt. Geil. So. Wir können den neutralen Helden wegklatschen.
Hier geht man dahin. Könnten wir machen. Machen wir mal. So. Das sind, glaube ich, Fernkämpfer. Bade. Mondbestie, Waldgeist. Kriegen wir auf die Fresse. So. Hier kommt von unten. Machen wir so. Ja. Abfahrt. Und Kometeneinschlag. Junge. Okay, I guess. Magieexplosion. Schön in die Frontline rein. Hier sind viele Units. Junge. Also, wir hauen da so einen Schaden rein. Junge, die Mondbestie wird ja immer größer. Was geht mit der ab? Ihr zaubert die. Hä, tötet die? Hallo? Was ist das denn? Den haben wir beschworen, oder? Nein, das ist ein Gegner. Hä, was geht denn mit ihm? Wer ist er? Da oben auch. Machen wir hier mal Ende jetzt. Ich verliere ultra viel Truppen. Wer ist er? Jetzt hauen die rein. Aber die kriegen ja gar keinen Schaden. Wer waren die denn? Okay, 4000 EP immerhin. Schöpfung. Nach dem Kampf erschafft der Held einige Elementarkreaturen für die Armee. Die Anzahl hängt vom Rang der Menge und der Menge des im Kampf ausgegebenen Manas ab. Verhexung. Verwandelt einige gegnerische Kreaturen zu Beginn des Kampfes in Frösche. Mhm. Okay. Ich würde sagen, wir machen nochmal Beschwörung. Nochmal 25% mehr. Ah ne, Quatsch. Nein, nein, nein. Dann wir machen Weisheit. Zack. Eile als Zauber, okay. Wir haben jetzt eine Rüstung bekommen. Hatte ich jetzt gar nicht gelesen, was die macht. Ein Abwehr, ein Kreaturentempo. Geil. Und schön Ressource. So. Jetzt gehen wir in die Richtung und wollen den Rest der Map clearen. Hier haben wir jetzt ein paar Units zurückbekommen. Schicken wir hin. So. Oh ja, wir müssen unsere Units mal aufwerten. So. Zug beenden. Genau, ich würde gerne mal die Jungs verbessern. So, jetzt haben wir davon 11 und wir haben den Zauberstadtportal erhalten. Aha. Können wir noch was bauen? Ätherschmiede. Okay, schauen wir uns die mal an, ja? Also. Okay, ich habe 17 Äther gesammelt. Zusammenfluss. Erzeugt eine Brücke zum Elementarreich und beschwört regelmäßig Elementare, die dich bis zum Ende des Kampfes unterstützen. Das ist ein Spell. Ultimativer Luftzauber. Oder Untote vernichten. Ultimative. Magische Essenz. Verleiht deinen Helden in diesem Kampf plus 20 Zauberkraft. Wichtel beschwören. Beschwör deine Gruppe Wichteln, die vorübergehend für dich kämpfen. Okay. Holy shit. Also ich sehe da, und das bleibt dauerhaft, das heißt, wenn ich jetzt nochmal reingehe, ist immer das Gleiche. Entwickeln. Okay, holy shit. Also ich finde in dem Game wirklich sehr geil, wie deep es geht, wie deep die RPG-Elemente gehen und du kannst halt wirklich sehr krass min-maxen in dem Game. Okay, ich würde sagen, wir chillen hier kurz und erobern gleich die Minen und was es noch so gibt. So, weil neue Woche. Wir haben kaum Geld. So, neue Woche. Eigentlich auf dem Palast sparen, bin ich ehrlich. Dann kriegen wir einfach 1000 Income mehr. Und schneller kommen wir eigentlich dahin, würden wir mal einen Markt bauen. Komm, wir bauen mal einen Markt.
und wir machen verzauberte Ware. So, dann sind bei unserem Antiquitätenhändler, wenn wir ihn mal bauen, bessere Items. Das kann heftig sein. So, und jetzt gehen wir mal auf den Markt und verkaufen mal unser ganzes Holz. Okay, das bringt sehr wenig. Naja, geht. Erz. So. Karawan bewegen. Ah, das sind unsere drei Zauberer, die gespawnt sind in dem Magierpalast. Ehren. Ja, okay, die kann man nicht steuern. Und die können wahrscheinlich abgefangen werden. Oder? Geil. Jetzt sind die hier in der Stadt. Zwei nur? Ich dachte, es waren drei. So. Palast der Fraktion Arkan. So, jetzt haben wir 10.000 Income mehr. Das ist ultra gut. Mir fehlt ja so eine kleine Ansicht drunter, wie viel wir pro Runde bekommen. Ich meine, man kann draufklicken. Tägliche Einnahmen, 3.000 jetzt. So. Die wollen wir ganz viel. Okay. Mittel. Ja, jetzt warten wir, dass wir unsere Truppen nach und nach rekrutieren können. Dadurch werden wir immer stärker und nehmen dann die Kämpfe, wo wir wenig Verluste haben. Kann gebaut werden. Okay, ich glaube, wir sparen auf 4.000 Gold. Ja. Ja, wir beenden jetzt einfach schnell eine Runde. Es ist meiner Meinung nach wirklich ultra wichtig in dem Game, möglichst schnell, möglichst viel Ressourcen, Income und so weiter zu haben. Deswegen auch am Anfang zwei Helden, dass man möglichst schnell hier alles eingesammelt hat und daraus dann Progress hat. Übrigens, hier spawnen nach und nach über die Wochen neue Sachen auch. Also die Map bleibt ein bisschen dynamisch. So, nächster Zug. Jetzt kriegen wir einfach ultra viel Income. Boah, Maschallah, fast 4.000. So, jetzt werden Truppen rekrutiert. Und Golems. So, jetzt haben wir einfach 20. Ja, guck mal, einfach. Knallen wir die Jungs weg. Also, Crystallius. Robust. Rückstoß, Hieb. Okay, Ausgräber und Steinschläger. Okay. Gut, hier unten wird getankt. Und ihr kommt hier hin. Wobei, euch will ich eigentlich... Oh, ich habe zu wenig Tanks. Warte mal, man kann die... Ja, das ist jetzt das Ding. Also, ich meinte ja eben schon, es gibt ein Cap. In diesem Game eigentlich nicht, weil man hat Reserve. Man hat eine Reserve. Ihr seht, es gibt ein Einheitenkraft-Limit. Das heißt, jede Einheit hat quasi einen Wert. Und wenn der Wert 304 in dieser Situation... ja, erreicht, kann man nicht mehr Truppen aufstellen. Das finde ich kacke. Aber ich kann es auch verstehen, weil die Map hat ja begrenzt Platz. Aber ich mag einfach dieses Gefühl. Ich fand das schon bei Songs of Conquest richtig wack. Muss ich euch sagen, weil ich mochte bei Heroes 3 oder auch 4 oder, ne, oder Age of Wonders oder King's Bounty oder was weiß ich, mochte ich immer das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob es bei allen genannten Spielen so ging. Aber auf jeden Fall bei Heroes. Mochte ich das Gefühl, krass zu min-maxen und dann meinetwegen, also auf irgendeine krasse Kreatur zu gehen oder meinetwegen auf mehrere, aber so diesen einen Haufen an Truppen zu haben, der alles wegklatscht, alles one-hitted, einfach weil es so viele sind. Zum Beispiel, wenn man auf Nekromantie gegangen ist, hatte man später 4.000 Skelette, die hat man gebufft, dann haben die alles gewone-hitted. Alles. Einfach, weil so viele waren und der Angriffswert so krass addiert wird, dass, also, dann knallt's. Und hier geht das halt nicht. Aber wenn gewisse Einheiten besiegt wurden, spawnt halt die Reserve. Aber das feiere ich nicht. So, wir wollen mehr Magier. So, nee. Ja, und dann kommen wir zur Steuerung. Also, genau, mit Shift kann man immer die Hälfte nehmen. Nee, jetzt irgendwie nur ein, genau. So. So, jetzt haben wir es wieder. Ist aber auch ganz cool, man kann seine Truppen dadurch ein bisschen aufsplitten. Ich mache das mal mit den Golems, weil ein Golem hätte ich hier oben gerne als Tank. Dann sind da... Nee, die Magier kommen in die Mitte. Und... Ja, wahrscheinlich ihr sogar hier unten. Genau. So. Und hinten bei denen
machen wir, da spawnen wir jetzt mal Elementare. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was passiert. Ach, der spawnt da hin? Lol. Oh mein Gott, was? Meine Kampfzauberer haben da gerade irgendeinen heftigen Spell reingehauen. Der einfach 200 Au... Die sind alle tot. Holy shit. Oh, die schütteln rein. Okay, also der spawnt keine Elementare, sondern Zauberer. Oh doch, da oben. Oh ja. Also die, die rote Fläche unten drunter haben. Das ist mein Alter. Okay, doch. Und Junge, da wurde ja einiges herbeigerufen. Holy shit. Es sind aber viele Golems gestorben. Okay. So. Ja, was haben wir hier? Alchemielabor. Ein Quecksilber pro Tag. Ich habe das Problem, dass ich keine Frontline habe. Das muss ich fixen. Wir beenden mal einen Zug. Was waren das für Sounds? Und zwar... Ja, guck mal. Wir verbessern unsere Frontline. Also werten die auf. Einer nur. Shit. Dann nehmen wir da einfach wieder ganz viele mit. Und die wandern jetzt mal hier hin. Ist die Frage, was für Frontline-Einheiten hätten wir hier? Jin? Der ist auch Zauberwirker. Das heißt, der tut sich mit den Kampfmagiern zusammen. Das wird heftig. Inkarnation? Oder Jotun? Jotun ist heftig. Der schleudert einfach Blitze, die AOE-Damage machen. Aber Inkarnation sieht mehr nach Frontline aus. Der hat nochmal 50 Leben mehr. Und übles Tempo. Holy shit. Und Zorn. Wenn diese Einheit Schaden erleidet, erhöht sich ihr Schaden und ihr Tempo. Alter. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt. Auch wenn es ein bisschen bitter ist. Weil okay, Beschwörer. 73 Gesundheit. Oh, beschwören die Einheiten? Wieder Auferstehung haben die. Diese Einheit kann einige verbündete Kreaturen, die in ihrer Nähe gestorben sind, wieder auferstehen lassen. Und die heilen. Uff. Okay. Genau, wir nehmen die raus. Und die Frontline rein. Wir machen das so. Und so vielleicht? Ja. Toll. So. Frontline. Ihr geht den oben auf... Ne, warte mal, die sind ja ultra slow. Ja, dann geht ihr oben hier den auf den Sack. Und du ballerst einfach alles weg. So, und du kommst auch von oben. So, und jetzt hauen wir, glaube ich, erstmal einen Kometen rein. Bei den Heilern. Junge, das hat... Das hat 7 Tage Abklingzeit. Das war's mit den Heilern. So, jetzt jagen wir da noch was nach. Boah, die heilen sich ja ultra krass. Scheiße. Wir beschwören da Wichtel, die gehen hier auf den Sack. Ach du Scheiße! Weg von meinen Zauberern! Die killen alle Zauberer da unten. Ihr Schweine. Oh, die haben Antimagie-Schild oder was? Oh, die werden alle geheilt. Das ist eine Katastrophe, dieser Kampf. Eine einzige Katastrophe. Junge. Ja, das passiert, wenn man keine Frontline hat. Verstärkung schicken. Vier Magier verloren. Auweia. Elementarkunde. Beschwört während des Kampfs Elementare. Ihre Art basiert auf den aktuellen Gelände und die Anzahl von Fähigkeiten. Okay.
Abwehr verleiht Einheiten eine Chance von etwa 5% pro Rang, pro Stärke des Angreifers. Aha, okay. Ja, also, ich glaube, wir hauen nochmal Weisheit ein rein. Blitzstrahl. Okay, du nimmst ja alles ein. Ja, das lief scheiße. Aber ich habe einiges wiederbekommen. Kacke. Das lief gar nicht gut. Okay. Endturn. So, gehen wir rein. So, aktuell ist noch viel einfach die Map clearen, ne? Das ist eine nicht unrelevante Phase im Game. Aber irgendwann, ihr müsst euch vorstellen, hier in der Mitte der Map trennt sich die Map. Hier gibt es ein Tor, das wird bewacht von neutraler Armee. Und im oberen Bereich hier macht halt der Gegner gerade dasselbe. Und es ist ein bisschen Wettrennen. Einfach weil... Oh, das wäre einfach. Die können wir gleich schnappen. Okay. Genau, ist ein bisschen Wettrennen. Gucken, ne? So, verbessern. Super. Ja, wir brauchen dringend irgendwas Frontline-mäßiges. Tor der Göttlichkeit klingt doch, ja. Oder Söldnerhalle wäre vielleicht auch ganz gut. Hospital wäre aber auch ultra wichtig. Ja, wir brauchen mehr Gold. Letzter Tag der Woche. Gut, dann sparen wir. So. Tor der Göttlichkeit. Boom. Wir nehmen Inkarnation. Was wäre die nächste Stufe? Ach, das ist dann Löwengott? Krass. Also sie sind ultra schnell, werden stärker, wenn sie Schaden kriegen und werden schneller, wenn sie Schaden kriegen, also richtig Berserker-mäßig. Weiter Angreife, das heißt, die haben so AOE vor sich. Hat höhere Chance, mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Und Schrecken. Von dieser Kreatur getroffene Gegner können in Schrecken versetzt werden. In Schrecken versetzte Kreaturen fliehen. Einige Sekunden lang. Okay, die brauche ich. Das klingt nach einer sehr guten Frontline. Nehmen wir einen. Golems. So, jetzt warten wir noch eine Runde. Karawane kommt. Zug beenden. Oh, ich mag es, wie hier alles zur Stadt fließt, ne? So. Max. Noch eine Runde warten. Wir boosten jetzt einmal richtig unsere Armee. Und dann, ich glaube dann... Oh, so wie zum Thema Wettrennen, Digga. Okay, wenn wir die schlagen, fast unmöglich. Ja, die ist halt auch Level 12. Ach du Scheiße. Okay. Keine Panik. Es ist nur fast unmöglich. Jetzt nur noch schwer. So. Ja, was mit meinem Held? Kommt der nicht mit rein? Ich hatte tatsächlich noch nie eine Belagerung. Warte mal, können wir in die Dings hier rein? Ja. Also ich sag mal so. Crystallius. Bekommen wir ein. Ja, der ist doch sexy. Okay. Den haben wir jetzt in unserer Armee. Der war ein guter Tank. Gegen den habe ich ja mal gefightet. Okay. Wie gehen wir es an? Ja, wir gehen auf unseren Markt und verkaufen ein bisschen Holz, ein bisschen Kristalle. Und dann können wir noch ein bisschen was rekrutieren. So. Okay, und jetzt, Alter, ich muss einfach beten irgendwie. Ich hoffe, so ist jetzt richtig. Wo ist er? Er ist hier. Vielleicht können wir die umgehen. Müsste hier unten ja noch nicht gescoutet haben und dann gehe ich bei ihm rein. Hat der...
Oh, der hat sogar Truppen dagelassen. Ach du Scheiße. So. 26 Djinns. Habe ich meinen Helden hier? Ah nee, das ist er. Ja, richtig. Ich habe 26 Djinns. Kampfmagier. Okay, pass auf. Die machen wir schön zentral. Wobei, er nicht. Lieber, warte mal, was hat der hier? Polarkavallerist, Hoplit, Eisenwächter. Das sind alles Nahkämpfer. Ja. Pass auf. Wir... Achso, das ist die Stadtwache quasi. Okay. Wir machen das so, dass wir hier ein bisschen Futter haben vor den Kampfmagiern, falls sie ja durchbrechen. So. Und hier oben... Genau, müsst ihr halt mal gucken, ne? So. Schade. Oh, noch zwei Tage. Okay. Da mache ich jetzt... Oh Gott, der hat ja richtig krass viel Lila. Nee, dann ist Komet wasted, ne? Scheiße. Komet direkt hinterher. Blitzstrahl. 130 Schaden. Ja, da sind einige gestorben jetzt. Schön, schön, schön. Drauf, drauf, drauf. Jawohl. Wir werden Sieger sein. Komet. Kommen die ja schon rein? Ja, die kommen da schon rein. Komm, gib alles, gib alles. Oh, sie brechen durch. Die scheiß Healer. Wichtel beschwören. Bringt sie um, Männer. Kein Mana mehr, ne? Scheiße. Macht irgendeinen krassen Zauber, bitte. Da ist der Held. Wo ist er denn? Wo ist denn unser richtig krasser Dude? Wo ist er? Verstärkung schicken? Aber wo ist er denn? Sehe ich, wo er ist? Ach, da! Okay, der fliegt hier richtig durch, ja? Okay. Dem gebe ich mal gutes Omen. Dass der lucky ist. Der fliegt ja ganz gut durch. Ich glaube, wir gewinnen. Wer ist er denn? Okay, wir machen da nochmal irgendwie Projektile abwehren. Oh Gott, der stirbt gleich. Ja, komm. Nein, er ist tot. Oh Gott, das war's, oder? Das war's. Der Keks zerbröselt. Aber war ein guter Fight. Und damit habe ich verloren. Ja. Gut. Erobere ich das zurück. Angriff. Flammenschlag. Alter! Niederlage. Besiegt. Ja, Leute. Das war Heroes Hour. Premium. Ich verabschiede mich. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt das Game aus. Das ist wirklich sehr geil. Man kann sich richtig tief reinknien. Die Völker sind alle sehr unique, sehr abwechslungsreich. Kreaturen en masse, Kreaturentypen mit endlos vielen Fähigkeiten. Ultra geil. Und stürzt euch in eine Map mit 8 Leuten und riesengroß. Und dann habt ihr erstmal einen Tag Spaß. Mindestens. So. Und dann habt ihr, also es ist wirklich, gerade wenn ihr so Strategiehasen seid, aber auch RPG-Elemente mögt, gönnt euch das. 15 Euro, so 4 Stunden Spielspaß. Das kann man Tage, Wochen lang zocken. Ohne Probleme. Und das ist auch so ein Game für unterwegs. Schön auf dem Laptop. Wenn man im ICE ist, wenn man auf Reisen ist. Oder abends im Bett. Geht auf jedem Gerät. Das ist halt das Geile bei so einem Look. Der macht's möglich. Und wenn ihr auf Min-Maxen steht, rein da. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.